Heute frohes Fest, gibt's das gute Osterfestbier. Ich hab da nämlich, der Osterhase hat da nämlich mal was bestellt. Von mybier.de. Da gibt's so eine geilen Kartons. Die schicken dir die denn einfach zu und da ist dann Bier drin. Ja, Wahnsinn, wa? Genau, unser Osterfestbier wird speziell und nur zur Osterzeit eingebraut. Würzig, frisch und kräftig im Geschmack, ein wahrlich festlicher Genuss. Also, wir werden sehen. Kräftiges Festbier, würzig, vollmundig mit mildem Abgang. Ja, also wir hatten ja in der letzten Folge das Weißbier, das fand ich persönlich optisch besser. Der weiße Hase war schöner, Ja. Obwohl der natürlich auch schön aussieht. ja. Ich wollte auch 3 Punkte geben. Obwohl, eigentlich hast du recht, kannst du 2 geben. Bring mal 2 Punkte. Augensucht oder Augenflucht? Werden wir sehen. Ja, die haben Ja. sich schon echt, also das ist schon. Also da. Mach Also doch wenn ich mir mal. das angucke, dann habe ich Bock auf feste Feiern. Ja? Ja. Nee, wir nehmen jetzt erstmal die Otozowa. KKP1 Red Sonja Special Ach Edition. so, Red Sonja. In der limitierten Spezial. Variante. Aha. So. Ach. Kriegst ein sauberes Glas. Ich trinke jetzt aus der Flasche? Meinetwegen, ist okay. Gut, machen wir es mal so. Dann macht das Glas aber auch voll. Hä? Was ist mit meinem Glas? Da muss ja was drin passen. Ja, das sieht schön aus. Eine schöne, so gold-bernsteinfarbene Farbe. Sprudelt gut. Ja, der Schaum ist auch schön. Boah, das ist natürlich, also, das gefällt mir, ne? Also, das gefällt mir ja wirklich. 3 Punkte. Oh, ich würde sogar eigentlich sagen, das war. 4 Punkte wäre volle Punktzahl. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich hierjenigen sagen könnte. Also, ganz ehrlich, oder? Naja, das liegt aber auch daran, dass hier vorne Jens drauf steht. Ach Das so. beeinflusst dich. Ja. Also, ich würde sagen, 4 Punkte. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Jetzt mal aus der Flasche. Das beeinflusst den Geschmack. Ach so? So, aus dem Glas schmeckt das irgendwie noch milder. Fruchtig. Ach, ganz leicht fruchtig. Am Anfang, auf jeden Ja, Fall. ja. Dann geht es ins leicht herbe. Nee. Was ist denn das? Säuerlich? Das ist total mild. Also ich finde es lecker. Genauso schmeckt ein Festbier, finde ich. Das ist ja auch nicht das erste Festbier, was wir trinken. Wir hatten ja schon mal ein Weihnachtsbier. Das ist ja auch ein Festbier von Mönchshof. Das ist immer so gebraut für die große Mehrheit, finde ich. Und genauso schmeckt das auch. Vielleicht ein bisschen würziger als das Weihnachtsbier von Ja. Mönchshof. Aber ansonsten ist halt lecker. Kannst du nicht viel meckern, aber es ist halt auch nichts Besonderes. Es ist keine besondere Würze oder irgendwas hinter. Boah, also mir gefällt's. Ich würde, sind aller Mindeste, was ich geben würde, sind 10 Punkte von der möglichen 15. Das wäre auch das Mindeste, was ich geben würde. Also ich sehe nur 11. Spezialpunkte? Ich überlege mir gerade, weil ich glaube, das ist ein Bier, was ich dann ein paar Mal trinken müsste. Ja. Doch, ist wirklich so. Ich glaube, Ja, wir haben ja Ostern ich jetzt. Du glaube, kannst ja noch mal. das ist wie bei mir bei dem Film. Das ist sehr interessant. Das ist mal was anderes. Ja, die Kombination. Und wenn man das öfters trinkt,
Vielleicht wird der Film oder das Bier immer besser. Also erstmal speziell ist dran, dass das ein Osterbier ist. Also ich glaube, das hat Potenzial nach oben. Und was? Jetzt Spezialpunkte? Ja, Osterbier auf jeden Fall. Das haben sie gut hingekriegt. Hier. Noch was? Exklusiv vom Hasen. Ja. Ja gut, mehr wie 2 Punkte würde ich denen jetzt speziell auch nicht geben, weil... Welches Reinheitsgebot dürfte gegeben sein? Ja. Uwe? Ist ja Uwe auch dabei, oder was? Normalerweise ist ja Uwe mal dabei. Beim Hasen wohl nicht. So. Ja. Der Hase hoppelt lieber alleine. Also ich habe schon mal getrunken, da ist kein Uwe bei. Ich bin ja Uwe und ich bin auch dabei. 23 von 30 Punkten. Dann ist das ja noch ein Silberbier, oder? Ja, ganz knapp. 24 oder so. Gibt's hier wirklich Jod? Ja, 24 gibt's Jod. Also. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpels. Ja. Für Osterhasen. Kumpels für gute. In dem Fall. Also kann man sich schon mal reindrehen, wa? Auf jeden Fall. Ich trinke das schön. Morgen auch nochmal. Weil morgen wird doch noch Ostern sein. Ja. Also, ich habe ja hier. Schade. Ich habe ja hier 3 Sixer insgesamt zu stehen, also. Aber kein Sixpack, wa? Warum Sixpack, wenn man ja jetzt das Fass haben kann? Ja, ja. Zwar trinkt man danach. hatte kurz. Ach, kurz, ja. Dann wird das wohl das Hasenhell sein. Der helle Hase. Ja, den weißen Hasen hatten wir schon, jetzt haben wir den hellen Hasen. Jetzt haben wir einen hellen Hasen. Ja, ja. Ja, so eine geile Pulle, so eine gestauchte. Finde ich eigentlich ganz gut. So, nächstes Mal der helle Hase. Und bis dahin? Haut rein. Bis dahin. Prost. Rinhauen, den Hasen rinhauen. Ja. Und? Ich denke, abonnieren und so. Wäre ganz geil. Genau. Ansonsten könnt ihr euch freuen. Hasen hell nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.